Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal wieder ein 19-Gänge-Video für den Monat August. Das müsste Part 26 sein. Hier stelle ich euch nochmal alle Spiele vor, die ich mir jetzt im August gekauft habe. Und ich fange immer an, wo ich das wenigste gekauft habe für. Diesmal für die Sega Dreamcast JoJo Bizarre Adventure. Ist ein Beat'em'up, ein 2D-Beat'em'up von Capcom. Und ja, ist ganz nett. Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht das Beste, aber ist ganz nett. Hat auch immer so Comic-Sequenzen, vielleicht sieht man es ein bisschen. Ist cool eigentlich, ist in Japan sehr beliebt. Da kommt auch ein neuer Teil raus, aber der ist dann über Namco Bandai, was ich auch ein bisschen komisch finde. Ja, und das gibt es jetzt auch von Capcom, PSN und Xbox Live zum Runterladen. Drückt das jetzt einfach mal hier so hin. Dann Atlantis von Disney. Die PlayStation 1. Ich mag den ersten Teil des Films. Ich mag das Spiel auch, weil ich damals die Demo gerne gespielt habe. Und dann habe ich das mal für 9 Euro jetzt gesehen und habe es mitgenommen. Ist ein ganz, ja, leichtes, unterhaltsames, ich sag mal, Adventure, Jump and Run für Fans des Films und auch mal Leute, die Disney-Spiele mögen. Ist kein schlechtes. Also, ich habe schon schlechteres gespielt. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Das kann man sich ruhig kaufen. Ist aber auch nicht so schwer, das mal nebenbei. Nicht wundern wegen dieser weißen Tüte hier. Ich liege hier meinen wegen solchen Spielen wie die PlayStation 1 Spielen. Oder Dreamcast Spielen zu hören, die leicht empfindlich sind. Dann für den Gamecube Wii Virtual Joe Red Hot Rumble. Das habe ich noch nicht gespielt. Das ist auf jeden Fall nicht so wie die ersten zwei Teile. Das ist eher sowas wie ja, Smash Bros., Power Stone Klon, Onimusha Klon da. Dieses zu viert in einer, ich sag mal, ein Level. Da muss man gegeneinander kämpfen. Okay, sowas muss es sein. Ja, müsst ihr mal Videos auf YouTube gucken, habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Dann kommen wir zu einem Spiel, zu einer Serie, Futurama. Ja, das ist ein gutes Lizenzspiel, also so müsste ein Lizenzspiel sein, also es gefällt mir sehr gut, für Fans von Futurama auf jeden Fall zu empfehlen. Grafik geht voll in Ordnung, ist dieser Shell-Shading-Look. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt und ja, man kann hier mit Fry zum Beispiel kommen Gegner mit so Waffen beschießen, dann die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber das stört nicht wirklich. Und manchmal kann man sich in Kanonen oder so setzen, dann kann man die ja, Gegner abschießen. Ist ein ganz gutes Spiel, wenn man es günstig sieht, kann man das ruhig mitnehmen und als Futurama-Fan sowieso kann man das kaufen. Dann kommen wir zum PSP-Spiel. Lorenzer, Wayfarer of Time. Ein Rollenstrategiespiel. Das habe ich auch schon ein bisschen weit gespielt. Sympathische Charaktere finde ich. Das Kampfsystem ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist jetzt nicht so, du machst jetzt rundenbasierten Kampf, so, sondern es ist schon rundenbasiert, aber du musst deiner Figur zum Beispiel den Weg vorgeben mit so einem Cursor und dann kannst du Attacke machen und musst alles schon vorher ausruhen, wie du angreifen soll. Finde ich jetzt nicht so gut, weil ich es noch nicht richtig verstehe. Aber bis jetzt hat mir das Spiel gut gefallen. Das Intro ist gut, die Story, also so viel ich verstanden habe, ist man ein Beschützer von so einem, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, wer der Typ genau ist, der heißt Rasmus. Den muss man beschützen und die beste Freundin, der Vater ist der Anführer der Rebellen. Hat mir bis jetzt aber gut gefallen. Nur die Steuerung muss ich noch ein bisschen dazu lernen, weil sonst schäme ich das Spiel. Dann ein Spiel, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich das auch gefunden habe. Übrigens, das habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin. Das habe ich mir selbst gekauft. Aufs eBay bei Spaygame und zwar Cypherfilter Logan's Shadow. Das geht auch meine Stimme wieder weg, ich hasse das. Das Spiel hat nicht nur deutsche Untertitel, sondern auch deutsche Sprachausgaben und sind die Originalsprecher von den PS1-Teilen. Das finde ich ziemlich gut. Das Spiel ist auch gut. Steuerung muss man sich dran gewöhnen. Es ist wieder so: Kreis guckst du nach links, Viereck guckst du nach Kreis nach rechts, Viereck nach links, X nach unten und so. Ich verstehe nicht, warum die das Spiel nicht einfach mit Steuerkreuzlenkbar gemacht haben. Das ging auf PlayStation 1 auch damals und das wäre auch hier gegangen. Weil so muss man erstmal mit der Steuerung in Einkommen, also die lernen und dann klarkommen. Aber wenn man die mal raus hat, macht das Spiel sehr viel Spaß. Gefällt. Man, also ich habe dafür 10 Euro bezahlt. Jetzt kommen wir zu den Xbox-Spielen. Freedom Fighters. Ja, das soll ich dazu sagen. Ihr wisst, dass ich das Spiel sehr mag. Die Story ist einfach gut. Der Soundtrack ist episch. Was dem Spiel gefehlt hat, wären Zwei-Spieler-Modus zusammen. Also, die Story-Modus komplett zu zweit spielen. Geht leider nicht. Aber man kann zu zweit oder zu viert auf Xbox gegeneinander spielen. So wie auf dem Gamecube. Auf der PlayStation 2 ging das nur zu zweit gegeneinander. Kann ich euch empfehlen. Die Xbox-Fassung kriegt man neu für 10, 12 Euro. Die PlayStation 2-Fassung leider
um die 29 Euro neu. Und die GameCube-Fassung kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, die kriegt man für einen Zehner auch. Solltet ihr euch kaufen. Sonst, wenn ihr das nicht spielt, verpasst ihr ein gutes Spiel. Dann Headhunter Redemption. Das ist auch ein sehr gutes Spiel von Sega, finde ich. Grafik fand ich damals sehr hübsch, finde ich heute auch noch sehr hübsch. Steuerung ist ein bisschen auch hirnhakelig, aber wenn man die auch immer raus kriegt und ein tolles Spiel mit toller Action, ab und zu ein bisschen Rätsel serviert, also kann man sich kaufen. Kostet für Xbox übrigens neu 2-3 Euro habe ich dafür bezahlt. 9 in Folie. Dann Driver Paralines für die Xbox. Ja, musste ich auch nochmal für meine Sammlung haben. War günstig, habe es mitgenommen. Ich werde auch wahrscheinlich mal den dritten Teil auch nochmal günstig neu mitnehmen. Ja, ist eins meiner Lieblingsdriver-Spielen, weil man hier in zwei Epochen spielt. Also einmal in den 70ern und dann in der heutigen Zeit. Die Grafik fand ich schöner als bei Teil 3. Teil 3 war jetzt nicht schlecht, aber Teil 3 hatte mir zu viele Pop-Ups und alles. Also Teil 3 kam mir immer so vor, ob es nicht fertig wäre. Das hier gefällt mir aber gut. Ist Geschmackssache, ich weiß, manche mögen es nicht, aber ich fand es eigentlich sehr gut. So. Nehme ich jetzt die. Meine Stimme geht total weg. Ich weiß auch nicht, was ich gegessen habe, noch nicht. Ziemlich die 360-Spiele. Da haben wir einmal Duke Nukem Forever. Manche mögen es nicht. Ich finde es genial. Ist zwar nicht mein Lieblings-Duke Nukem, aber ich finde es trotzdem cool. Vor allem die Grafik ist jetzt auch nicht so up-to-date, aber man muss immer noch, ich sag's immer wieder, Gearbox hat das Beste aus der Sache rausgemacht. Also, wenn man überlegt, wie viele Entwickler daran waren und immer wieder neue Teams, und dann haben die es wieder von vorne gemacht und dann wieder eine neue Grafik. Da hat Gearbox aus der letzten Grafik-Engine noch das Beste rausgeholt. Ja, Duke Nukem Time to Kill ist besser. Oder Duke Nukem, ich weiß nicht, ob du den N64 hast. Gibt ja zwei. Aber das war, glaube ich, exklusiv für den N64. Das fand ich auch sehr genial. Aber das ist ja auch cool, finde ich. Kann man sich ruhig kaufen, wenn man mal einen klassischen Ego-Shooter spielen will. Und kostet ja auch neu. Was habe ich bezahlt? 7, 8 Euro. Driver San Francisco. Ein Driver-Spiel, wo ich am Anfang dachte, wo ich gehört habe, es kommt ein neues Driver. Oh Gott, das kann ja nichts werden wie eine Shift-Funktion. Also, dass man dann von seinem Auto in andere Autos gehen kann, dachte ich, das ist ja total scheiße, das passt nicht in Driver rein. Aber ich muss sagen, das haben die Entwickler sehr gut gemacht. Ist ein klasse Driver, wenn nicht mein Lieblings-Driver-Spiel. Also es hat mir auch sehr gut gefallen. Okay, der erste Driver-Teil für die PlayStation 2 fand ich auch genial. Nur halt die Lehrmission am Anfang in dieser Tiefgarage, die war schrecklich. Das schlechteste Driver ist, glaube ich, Driver 2. Und die Gameboy und die Wii-Umsetzung habe ich leider nie gespielt. Das gibt es wie PS3, Xbox 360 und Wii. Die Wii-Version soll übrigens sehr schlecht sein. So, ich muss hier mal einen Schnitt machen, weil die Kamera voll ist, aber dann geht es gleich sofort weiter. Ich muss nur ausdrücken, dann wieder andrücken. So, dann geht es jetzt weiter. Ja, das nächste Spiel ist Rain Crash. Ups, ja, das sollte mir nicht passieren. Auch ein cooles Action-Game. Da geht, ich sage euch, da geht überall was in die Luft, überall knallt es dann im Spiel, überall sind Gegner. Ich finde es sehr cool. Was mich am Anfang gestört hat, war die deutsche Synchron des Hauptcharakters. Aber da gewöhnt man sich dran. Ansonsten, geniales Spiel. Bin jetzt ja noch nicht so weit, aber ja, man kämpft, ich glaube, es war die russische Armee, gegen die man kämpft. Da gibt es noch so einen General, der hat auch einen super Anzug. Super. Ich bin jetzt gerade in der Mission, da bin ich auf so ein, ich sag mal, Schwebebahn. Da muss ich so Lichtscheinwerfer ausschalten. Wenn man die nicht ausschaltet, kommen über Gegner und dann werden Bomben geschossen. Wenn du dann stürzt du ab. Aber gefällt mir sehr gut. Kriegt man auch sehr günstig für PS3 und ja. Ja, dann kommen wir zu den PS3-Spielen. Boah, meine Stimme ist so schrecklich heute. Ich glaube, ich werde krank. Hört ihr das? So. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, da hatte ich einmal Gundam. Ich bin ja ein großer Anime-Fan, wie ihr wisst. Und ja, Gundam ist auch cool. Aber das Spiel. Also ich habe da, glaube ich, was war das? 5 Euro für bezahlt. Mehr würde ich dafür auch nicht ausgeben. Die Grafik ist PS2-Niveau, wenn nicht schlechter. Also noch nicht mal gutes PS2-Niveau, sondern schlechte PS2-Grafik. Die Charaktermodelle sehen okay aus, aber die Umgebungsgrafik schrecklich. Und dann hast du da so viel Nebel. Ich dachte, ich bin in Silent Hill 1 für die PlayStation 1. Dann hat das Spiel Soundprobleme. Ich habe die ersten Roboter zerstört und dann kamen auf einmal drei neue und dann kam da so. Also keine Kaufempfehlung. Nur für knallharte Gundam-Fans. Dann Ratchet und Clank Rift Apart. Ja, das habe ich noch nicht gespielt. Das möchte ich gerne mit zwei Leuten oder mit drei Leuten dann vielleicht zu viert spielen. Da freue ich mich drauf. Soll ja jetzt nicht so gut sein, aber ich denke, im Multiplayer-Modus ist rockt das Ding wahrscheinlich. Also, ich hoffe es zumindest. Aber ich habe ja auch nicht so viel dafür bezahlt. Dann geht das schon. Und als Ratchet & Clank-Fan
sollte man sich das kaufen. Was ich nicht verstehe, dass das so lange teuer war. Von 70 Euro bis vor kurzem hat es noch so viel gekostet, verstehe ich nicht. Ja, dann hatte ich Tales of Graces in der Day One Edition mit diesem schönen Pappschuber. Also ist noch ein F dran. Das F bedeutet übrigens, weil in Japan gibt es das ja auch für die Wii. In Deutschland und Europa und Amerika ja nicht. Und das F ist halt, glaube ich, weil es ja ein HD ist oder so. Da war doch der Artbook dabei ein schöner. Liegt dann jetzt einfach mal da drauf. Und natürlich das Spiel selbst mit einem Soundtrack und einer DVD. Und das finde ich in der heutigen Zeit super genial von Namco Bandai, dass die so viel da reingepackt haben. Und dann kostet das Spiel genauso viel. Wenn die vergriffen ist, die Day One Edition, kommt das Spiel ja nur noch so raus. Und dann kostet das genauso viel, als ob es jetzt so erschienen ist. Da sollten sich viele mal ein Beispiel dran nehmen. Zum Beispiel jetzt, ich mag ja God of War und ich habe jetzt gelesen, God of War kommt nächstes Jahr, der neue Teil im März, auch in der Collector Edition, wo eine Kratos-Figur dabei ist, was ja cool ist, ja. Ein Artbook, glaube ich, und dann ein Soundtrack. Ich freue mich, was lese ich? Der Soundtrack ist aber nur als Download-Code dabei. Dann denke ich mir, Leute, ich bezahle doch dafür mehr Geld, dann gebt mir doch den Soundtrack, da auch als CD-Form mit dabei. Naja, das Spiel habe ich angezockt. Ich muss sagen, das Kampfsystem ist anders. Man hatte ja in den alten Teil diesen, ja, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auch ein Aufladebalken, das ist hier ein anderer Balken. Aber man kommt damit klar, muss ich sagen. Also ich finde das jetzt nicht schlecht. Ich kann es auch nicht mit Tales of Vesperia oder Symphonia vergleichen, weil ich sehe jedes Spiel als Einzelstück und viele Leute, die die Tales-Reihe mögen und nichts gegen Neuerungen haben, kann ich das empfehlen. Ist ein klasse Game. Ja, das waren meine 19 Gänge für August. Als nächstes kommt dann mal der Onkel jetzt bald wieder ein Unboxing, würde ich mal sagen. Und ein Anime-Unboxing kommt auch die Tage. Und ein DVD-Collection zu Animes kommt noch. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Keine Sorge, Leute. Ich mache immer weiter, weiter und weiter. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.